Hallo und herzlich willkommen zurück zu Train Fever. Es gab eine sehr lange Pause, das hat man jetzt vielleicht gemerkt. Für alle, die das regelmäßig gucken, es war ungefähr 14 Tage. Können das 2 Wochen gewesen sein, ich weiß nicht so genau, aber so ungefähr 14 Tage oder 2 Wochen, keine Ahnung. Ja, und ja, seitdem ist viel passiert. Der Grund war im Prinzip dafür, dass ich mich mal auf meine zukünftige Arbeit konzentrieren musste, die ich jetzt am 1.8. beginne. Heute ist der 31.7. Also mit anderen Worten, morgen. Und ja. Ich habe gedacht, nimmst du noch mal ein paar Ründchen auf, ne? Jetzt geht's ja langsam wieder, hast du wieder Zeit, so halb. Und ja. Jetzt stehe ich hier und nehme auf. Ich überlege gerade, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, diese Idee ist gar nicht mal so schlecht, die ich gerade habe, dass ich hiervon einfach zwei hintereinander weg mache von den Zügen. Gut, denn ich habe mir überlegt, für diese Aufnahme zumindest. Hier geht ja eine Linie los. Hier, so, da, so, ne? Geht hier weiter. Hört hier auf. Hatte ich gedacht, dass ich hier. Also hier, ne? Hier hört es auf. Hatte ich gedacht, dass ich die Linie weiterziehe. Nach hier oben, nach Bad Breisig. Über Dornhan. Und dann hier in Bottrop anschließe. Da dort noch nichts ist. Dann geht es halt hier weiter über Pocking. Nach Wirk auf Föhr. Und nach. Osterweg, da steht's. Muss ich gerade suchen. Nur die Frage, kriege ich hinten noch irgendwas dran bezüglich eines Bahnhofes? Nee, nicht eines Bahnhofs, sondern einer Endstation. Eines Depots, genau. Das würde funktionieren. Aber oben finde ich jetzt irgendwie doof, geht das auch hier unten? Wo ist es denn da? Passt das auch hier noch hin? Jo. Passt sowas hier auch hin? Andere Richtung? Ja! Guck mal. Sieht eigentlich ganz cool aus. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko hin. So. Ein paar kleine Büsche unten rein. So. Einfach nur ein bisschen Deko. Hier das die Linie gezogen. Hat eigentlich gar keinen Sinn. Naja, whatever. So. Das klappt schon mal wunderschön. So, Oberleitung. Ja. Genau, denn, weil das ist ja eine relativ große Linie. Denke ich mir mal. Ich hab's mir vorhin ausgerechnet, müssten 8 Schritte sein. So, Bad Breisig. Wo mache ich denn den Bahnhof in Bad Breisig hin? Bahnhof. Ich überlege gerade. Das andere geht. Also die Linie geht jetzt hier nach über Bad Breisig, Dornhan nach Bottrop. So, dann möchte ich noch eine Linie haben, die irgendwie hier lang geht. Wie gesagt, da oben ist ja hier, ne? Da so und so. Ich wollte heute noch eine Linie anbauen, das würde vielleicht auch funktionieren, aber. Ich überlege gerade, wie ich hier den Bahnhof setze, damit das alles am besten nachher passt. Das muss ein bisschen länger sein. So. Über Dornhard nach Bottrop, so. Genau, dann mache ich einfach einen Dreierbahnhof hin. So. Weil dann ist hier nämlich die Endstation für eine weitere Linie von Bad Breisig, Norderney, Rees, Bergen auf Rügen. Das lässt sich nämlich so lang laufen. Dilsch und Rehlingen. Und jetzt auch eine Linie, die hier aufhört.
müsste dann theoretisch funktionieren. So, Bad 30. Ich brauche also eine 3-Linien-Dinger lang. Ich kann das ja im Prinzip so lang laufen lassen, das ist richtig. Auf beiden Seiten geht's hoch, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wenn denn sowieso so. Geht das auch irgendwie tiefer, das ganze Ding? Bella, Höhenlinien. Einfach hier so ein kleiner Hügel. Okay, wir versuchen immer mal den ganzen Hügel wegzumachen. Gucken, ob das irgendwie klappt. Das kann ein bisschen dauern. So, bis zu diesem. Bis zu diesem Punkt hier, ne? Bis zu diesem. Was auch immer das darstellen soll. Bis zu dieser Höhenlinie halt. Soll das jetzt alles gemacht werden. Es kann sich nur schon handeln. Und nach Rechtskurve. Und wieder nach unten. Und verbunden. Yay. Ja, mir geht's gut. Hab's gleich. Würde ich einfach mal versuchen, einfach mal den Bahnhof hier reinzubauen. In der Hoffnung, dass das zufälligerweise klappen würde. Werde das gleich alles noch ein bisschen verschönern. Oder besser das verschlimmbessern. Trifft's, glaube ich, eher. Alles ja verschlimmbessern. So. 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 Sieht gut aus, oder? Können wir genauso lassen. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, hier sind ja auch so, die gehen ja auch so komisch rein, sag ich mal so. Lalalala, zip, zip. Kannst du den Hügelchen ein bisschen rausnehmen, die ganz so komisch aussieht, nicht mehr ganz so schäbig wie sonst. Ich würde sagen, bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Huch. So, hier ist halt noch so ein kleiner Hügel. Geht's dann halt ein bisschen runter. So, aber erstmal im Prinzip gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, was das auch gebracht hat, was ich alles verzapft habe. Ist nicht mehr ganz so hoch. Bumsti. Ja. Für die Umwelt. Falsch, das da, oh weiter, ja. Ich muss noch hier oben weiter, also da lang. Frage, kann ich hier einfach angleichen? Natürlich nicht. Krümmung zu groß. Oh yeah! Oh yeah! Mhm. Ja, ist ja toll.
Okay, ich sehe, das geht aber so nicht, wie ich das haben möchte. Okay. Zack, zack. Zack. Dann möchte ich den Teil hier hin haben. Das müsste jetzt theoretisch funktionieren. Gucken wir mal kurz. So, den Teil hier ran, genau, und rüber da. Viel nicht genügend Platz. Ist denn ernst? Nicht genügend Platz, nicht genügend Platz, nicht genügend Platz, nicht genügend Platz, nicht genügend Platz. Hier erst. Moment. So. Erstmal gucken, was funktioniert. Jetzt hätten wir genügend Platz. So, sehr schön. Und dann die Landstraße. Das ist meine mittlere, ne? Mittlere, ja. Direkt daran geht nicht mehr, aber hier geht's ran. Ja, 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 ist nicht angeschlossen, ich weiß. Halb so schlimm. Zack, 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 hier. Für die Umwelt. Wo ist denn hier? Kam gleich, brauche ich nicht. So, für die Umwelt. So, dasselbe brauche ich auch hier auf dieser Ebene. Und zwar. So, so, und okay, das war ein bisschen doof. Kann ich die bis hier abdrehen? Nein, kann ich nicht. Ach je. Zip. So. So, so, dann müsste ich theoretisch. Hübsch sieht das aus. Warte mal, das müsste anders gehen. Das müsste theoretisch anders gehen. Der Teil kann weg. Der Teil kann auch erstmal weg. Huch. Welche Richtung muss ich? Ziemlich straight nach unten sogar. So. So, und dieser Teil muss. Hoppala. Der muss nach oben links später mal. So, der müsste doch jetzt theoretisch eine Straße funktionieren. Sips, die einen Tunnel ergibt. Funktioniert sogar. Boom! Zack. 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 Oh ja, wunderhübsch. Nein. So schnell. Ich überlege gerade. Hier sind schon Busse. Hier sind auch Busse unterwegs. Sollten die eigentlich ein paar Trams rumlaufen. Das ist ja die Verbindung. Dann mache ich das hier ein bisschen anders. So, und zwar mache ich hier einfach eine Brücke hin. Kann ruhig ein Tram da sein. So, pop, 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 pop. Ja, geht nicht. Huch.
So, doch nachgebaut. Ah, für die Schönheit. Welche Schönheit? Ja, ja, ich weiß. So und so. Und das Landschaftsding Landschaftsding. Das die Landstraße. Braucht kein. So und so. Ne? Das müsste doch gehen. So. Nicht wunderschön, aber es ist in Ordnung. Das hier. Ein paar Nadelbäume hin. So, ist ein Wald. Hier ein bisschen dichter. Kann erstmal so bleiben, ne? Gut. Dann fährt der Zug also hier durch. Dann soll er weiterfahren bis nach Dornhan. Wo mache ich denn den Bahnhof in Dornhan hin? Dornhan hin. Relativ weit oben? Macht Sinn, ne? Relativ weit oben. Nochmal. Hab's euch. Reicht da ein zweigleisiger Bahnhof? Entschuldigung. Wird jetzt vorhin geplant. Die Züge kommen von hier unten, fangen hier an, dorthin, da lang und bis nach Bottrop und weiter. So. In Dornhan fährt kein weiterer Zug. Das ist nur eine Strecke für ein zweigleisiges. So, ne? Humpf. Weiter, ja. Du? Danke. Mal gucken. Geht das jetzt sehr weit runter? Ja, ne? Ja. Geht sehr, sehr weit runter. Passt. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Guck doch mal an, wie das alles wie sich das alles hier passt. So, Mann. So. Und von dort aus muss ich einen Tunnel machen, weil der fährt mitten durch den Berg. Kann ich hier oben drüber, hier, da zwischendurch? Vor ihm theoretisch passen würde. Ne, überhaupt nicht. Steigung zu groß. Oha. Steigung ist zu groß? Warum? Verstehe ich nicht. Kollision. Sieht doch gut aus hier. Kann man so lassen. Okay.
So, der fährt dann quasi hier rein. Ich sehe das von... Hallo? War auch nicht möglich. Hier drinnen kann ich nicht weiterbauen. Okay. Und meine obere, das ist der hier. Jetzt einfach verbinden. Wo ist denn der? Guck mal. Hier oben kommt der raus, also kann er hier unten auch nicht verbunden. Siehst du, ich würde sagen, kann er unten auch verbunden werden. Keine Ahnung, was er hatte ja. Steigung zu groß. Guck mal, wie schön das läuft. So. Guck dir doch mal an, wie schön das aussieht hier. Ja. Es muss noch vier verbinden. Von dort nach dort. Ich gucke mal eben sehr auf meinen Timer. Mein Timer sagt, dass wir das erst in der nächsten Folge machen. Huch. Ja, hack, hack, hack. Und dann geht es weiter mit den Baumaßnahmen, mit der für unseren... Warte. Name steht nicht dran. Toll. Für unseren... Ausweich. Für unseren Doppelmirage. Für unseren Doppelmirage. Geht die Baumaßnahme weiter. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, habt noch einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss.